Aloha und herzlich willkommen zu diesem Video aus der Kategorie der Biologie auf oberprima.com. Ich bin Kiake Hauer und in diesem Video geht es um das Schattenblatt. Bevor ich aber mit dem Schattenblatt beginne, möchte ich euch sagen, dass es im letzten Video um das Sonnenblatt ging und im nächsten Video geht es um den ausführlicheren Vergleich zwischen Sonnenblatt und Schattenblatt. Beginnen wir mal mit dem Schattenblatt. Schattenblätter sind sehr empfindlich auf Belichtung. Schon bei sehr wenig Belichtung fangen sie an, Photosynthese zu betreiben. Sie brauchen auch deutlich mehr vom sogenannten grünen Farbstoff, also von Chlorophyll, da eben auch wenig Licht vorhanden ist. Sie haben ausreichend Wasserversorgung, zumindest im Vergleich mit der Austrocknungsgefahr bei der Lichteinstrahlung. Daher gibt es auch keine Austrocknungsgefahr oder eine Energieverschwendungsgefahr durch einen zu hohen Anteil an Chlorophyll. Ein Schattenblatt hat eine flache Ausbreitung und erscheint etwas dunkler als ein Sonnenblatt. Allgemein gesehen sind Schattenblätter dunkelgrün. Der am stärksten limitierende Faktor ist bei Schattenblättern das Licht. Wasser ist immer ausreichend vorhanden und daher ist es bei Schattenblättern keine große, ja, da gibt es einfach keinen Bedarf an großen oder besonderen Verdunstungseinrichtungen, wie beispielsweise weiße Härchen an den Stromata. Die brauchen Schattenblätter einfach nicht. Das Schwammgewebe eines Schattenblattes zum Beispiel ist ziemlich dünn, da einfach wenig Wasser gespeichert werden muss, denn wozu Wasser speichern, wenn sowieso genug da ist? Es gibt sehr wenig Transpiration, sozusagen schwitzt das Blatt wenig aus, also es gibt keine Wasserverdunstung, da eben auch wenig Licht und Hitze und Strahlung vorhanden ist. Und Licht würde reflektiert werden, wenn es diese weißen Härchen gibt, aber das ist einfach nicht gut für Schattenblätter. Deshalb ist es auch noch ein Grund, warum die nicht vorhanden sind. Im Allgemeinen wird aber auch ein Teil des Lichtes dennoch reflektiert, sodass möglichst viel spärliches, also ja, brauchbares Licht sozusagen, dass das aufgefangen und beibehalten wird. Schattenblätter sind durch ihre dünne Konsistenz etwas instabiler und daher nutzen sie auch die wachsschichtartige Cuticula zur Stabilisation, zumindest wenn es nötig ist. Schattenblätter sind ja unter sich sozusagen auch noch mal ein bisschen individueller, je nach Baum, Laubbaum hauptsächlich. Schattenblätter gibt es natürlich auch bei Sträuchern, aber das wisst ihr hoffentlich alles. So, und im Großen und Ganzen gesehen haben Schattenblätter auch noch deutlich mehr Pigmente als Sonnenblätter, damit die Wahrscheinlichkeit, dass das richtige Pigment von dem einzelnen einsamen Sonnenstrahl, der da ab und zu mal durchkommt, dass das getroffen wird, dass die Wahrscheinlichkeit am höchsten ist. So, das war's zum Allgemeinen über das Schattenblatt. Im nächsten Video geht's weiter mit dem Vergleich, also im Grunde mit allem, was ich schon gesagt habe, nur noch mal ausführlicher und Sonnenblatt und Schattenblatt gegenübergestellt. Fragen, Lob, Kritik oder Anregungen bitte wie immer in die Kommentare.